Ja, willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, Geheimakte FBI. Ja, uns ist die Sicherung rausgeflogen. Das gilt nun, den Fehler zu finden. Wohnung, ja. Ich glaube, der war woanders. Wohnung, was ist das? Küche. Ah, okay, das steht ja alles hier oben. Also weiß ich auch, wo es ungefähr hingeht. Ah, ja, qualmt es ja schon. Okay. Das Kabel scheint angebrannt zu sein. Ich wage es nicht, die Drähte mit bloßen Händen anzufassen. Nein. Ich versuche es auszuschalten. Ich hoffe, dass es keinen Strom leitet. Ich wage es nicht, die Drähte. Okay, das war der Fehler. Den Stecker muss ich ja nicht noch mal reinstecken. Das wäre ja Quatsch. Also gut, ich schalte es ein. Ich wage. Moment, ich schalte es ein. Wenn es mir jetzt die Sicherung draußen, Ich versuche es aus. wieso kann ich das jetzt wieder wegnehmen? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Naja, nein, muss ich nicht. Ich probiere es erstmal wieder am Sicherungskasten, jetzt, was ich hier machen muss. Und zwar die Sicherung wieder Es ist mir gelungen, die Sicherung zu reparieren. zu reparieren, genau. Und? Jetzt sollte sie funktionieren. Sie wird nur nach einem starken Kurzschluss durchbrennen. Kann ich denn jetzt? Ah, alles klar, ich kann hochgehen. Ich kann das Handy im Bodenspalt sehen. Die Öffnung ist zu schmal. Ich komme nicht dran. Handy, Handy, Handy. Und hier habe ich jetzt nicht wieder was vergessen. Nein. Das ist das Handy von Scott, von dem aus Nick geschrieben hat. Ich mag keine Unordnung hinterlassen. Okay. Okay, wir haben das Handy. Hier hoch geht's, wie es scheint, nicht. Jetzt kann ich wieder raus, bestimmt, oder? Ja. Ab ins Büro. Ja, es ist dunkel geworden. Es ist abends, es ist Nacht. Abend Ich muss die zumindest. Figur zum Depot bringen. Ja. Boah, meine Stimme ist total weg. Klinge etwas erkältet, aber das bin ich nicht. Der goldene Kopf fehlt. Da muss ich nachhaken. Wenn ich die Figur hier reinlege, dann fehlt die auch irgendwann. Der goldene Kopf fehlt. Da muss ich nachhaken. Ich werde prüfen, was Nick mit diesem Handy gemeint haben könnte. Ja, vielleicht kann ich ja jetzt was mitnehmen. Ah, die Schere. Sonst noch was, Frau Schneiderin? Das brauche ich jetzt nicht. Sehr nützliches Ding. Das brauchst du jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, es sind die Schlüssel, das ist die Pistole. Ich glaube, ich habe alles. Ah, wenn nicht, dann muss ich ja sowieso noch mal runter. Der Anblick dieses Ausweises hat viele Schufte gelähmt. Okay, ich hake erstmal nach, was es damit auf sich hat, dass da unten Beweismittel verschwinden. Was ist mit dem goldenen Kopf aus dem Maklerhaus passiert, den ich im Depot abgegeben habe?
Er wird auch Fingerabdrücke untersucht. Er kommt morgen zurück. Sind die Ergebnisse schon da? Hast du eine Ahnung? Viele Spuren, aber nur von deinen Fingern. Oh, peinlich. Ich war furchtbar müde. Früher haben sie einem solche Sachen in Quantico beigebracht. Gnade, bitte. Ich mache nie wieder einen Schritt ohne sterile Handschuhe. Ja, die durfte ich ja nicht mal mitnehmen. Schätzchen, einen Augenblick. Ja. Ich betrete das Büro vom Chief nur, wenn ich wirklich muss. Ja, okay. Nie wieder ohne sterile Handschuhe. Also nimm die gefälligst jetzt mit. Was ist das für eine Ermittlerin, die das nicht mitnimmt? Plastikbeutel. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Ja, auf einmal. Das ist schon seltsam, sie hätte nicht mal ihren Ausweis mitgehabt. Unersetzbares Ausstattungselement. Und jetzt kann ich ja absahen, oder? Ein bisschen wunder und hier unten. Nein, das sind sogar zwei Disketten. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Batteriebox? Ah, das sind Handy-Akkus. Okay. Nein, nicht rausgehen. Handschuhe? Natürlich. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Ja, ist wieder ein typisches Lied, das macht. Ich nehme es mit, ich nehme es mit. Unersetzbares Ausstattungselement. Das scheint jetzt erstmal anzufangen zu ermitteln. Okay. Dann schauen wir mal, was mit dem Handy los ist. Wo ist es? Hier ist es. Das Handy wurde bei der Schießerei beschädigt. Der Akku ist kaputt. Aber vielleicht ist die Elektronik noch in Ordnung. Okay. Das nützt mir aber nichts ohne Kabel. Mann, es ist wirklich ruhig hier. So ein ruhiges Büro. Dann geh doch mal hoch. Gordischer Knoten nach dem Besuch von Alexander. Das Kabelsalat. Sehr nützliches Ding. Zack. Sonst noch was? Nein. So. Die Sache mit dem Handy nochmal. Weiter verfolgen. Ja. Ein weiterer Boss, der von den eigenen Soldaten verraten wurde. In einem ungezügelten Wutausbruch hat er... Oh, das haben wir da alles schon gesehen. Wenn dieser Ja. Dieser fröhlich... Fröhlich dreinblickende Mensch. Ich kann es nicht glauben, dass James nie wieder an seinem Schreibtisch sitzen wird. James, und wo hat mein Kollege seinen Schreibtisch? Wenn wir uns hier einigermaßen eingerichtet haben, werden neue Mitarbeiter kommen. Naja, momentan ist ziemlich viel wenig los, meine ich natürlich. Okay. Es funktioniert. Naja, man muss die PIN-Nummer eingeben. Woher soll ich sie kennen? Ich bin doch keine Hellseherin. Ich könnte Nick anrufen. Aber woher sollte er sie kennen? Oh, na toll. Der Anblick dieses Ausweises hat viele Schufte gelähmt. Naja, UV-Lampe. Was würde Nick an meiner Stelle tun? Nicht so dumm quatschen. Das war eine dumme Idee. Ja, ich weiß. Aber das ist ja nix. Das ist keine gute Idee. Muss ich irgendwas tun? Um das herauszufinden. Ich will doch nur sehen, was hier drauf ist auf Scotts Ausweis. Das war eine dumme Idee. Ja, eine von vielen dummen Ideen. Ruth? Willst du nicht nach Hause gehen? Ich gehe gleich. Wenn du mir heute hilfst, kann ich vielleicht früher ins Bett gehen. Klar, kein Problem.
Ruf deine Katze an, sie soll dir ein heißes Bad einlassen. Ich habe keine Badewanne, nur eine Dusche. Ich möchte den Inhalt von Scotts Handy untersuchen, aber ich kenne die PIN-Nummer nicht. Du kannst sie dem Techniker geben. Aber weißt du was? Leute können sich solche Nummern schlecht merken. Also wählen sie das Geburtsdatum, die Kennzeichennummer und so weiter und so weiter. Danke, ich werde es versuchen. Weißt du sein Geburtsdatum? Ich habe gerade seine Akten auf meinem Schreibtisch. 24. Mai 1956. Danke, ich probier's gleich aus. 24. Schätzchen. Ja, du hast jetzt zu tun, ist schon klar. Oh, ich dachte jetzt, ich muss von weit mir eine Lupe holen. Endlich. Oh. Wow. Wow, toll. Was habe ich jetzt? Was haben wir denn hier? Eine Gestalt auf einem schlecht beleuchteten Foto. Man muss es so bearbeiten, dass es in unsere Datenbank eingespielt werden kann. Ja, das wird eine Weile dauern. Da ist es schon. Stimmt in 80% überein. Guacuero. Verdächtiger in einem Raubüberfall. Der Fall wurde eingestellt. Verurteilt für Diebstahl. Halbes Jahr Haft im Bundesgefängnis. Ein lokaler Drogenboss. Verdächtiger in einem Mordfall. Hier gibt es einen Verweis. Sein Lokal war unter der Beobachtung von Agent Scott. Branford ging es also weder um den Fluch noch um einen Grabräuber, sondern um diesen Gangster. Branford glaubt, dass Guacuero der Serienkiller ist. Warum? Denk nach, Nicole. Scott hat heute Morgen von einer unbekannten Quelle dieses Foto bekommen. Dann ging er zum Observationspunkt und wurde ermordet. Er hat mit Sicherheit den Unterschlupf von Guacuero beobachtet. Okay. Schätzchen, ein Augenblick. Ja, okay. Der Chef? Ich betrete... Nein, auch nicht... Ich glaube, entweder die Pinnwand hat noch etwas zu sagen. Ein weiterer Boss. Nein, das, okay. Ich versuche mal rauszugehen. Na? Ja. Weil ich muss ja wohin. Tatsächlich, ich kann raus. Ja, sonst hätte sie ja wieder gesagt, nein, ich muss noch was erledigen. Hätte ich im Labor noch mal reinschauen sollen, oder? Die Zeiten, als hier alles voller Leben war, sind längst vorbei. Ja, das ist in den meisten älteren Point-and-Click-Adventuren eigentlich immer so, dass da kein Leben ist. Okay. Schauen wir uns mal um. Das sieht ja alles... ich habe da ja gerade was gesehen. Warum geht das immer weg? Bin ich zu hektisch? Gut. Und jetzt? Was bringt mir das? Gleich hab ich's. Hier oben ist was. Wieso sollte ich das hier tun? Gott, das ist eine Ruhe, echt mal. So, die Handbremse ist angezogen.
ist sie wieder locker. Vielleicht muss ich ja hier Lärm machen. Warte mal. Langsam. Meine Güte. Das Rad drückt auf die Brechstange. Ich kriege sie nicht heraus. Toll. Ich hab's erwischt. Diese Fenster im Geschoss hat James beobachtet. Ah, okay. Vielleicht ist ja vor dem Auto noch irgendwas, was hier weg muss. Geh mal nicht so weit weg. Ich habe ja auch nichts zum Reintun. Oh, oben ist eine Ratte. Ist doch jemand da. Eine Ratte. Da geht's nicht hin und zurück. Will ich ja nicht. Das Auto muss doch irgendwie losfahren. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Das ist wie so eine Kleinigkeit. Kleinigkeit, die hier fehlt. Warum schaut sie mal hier rein, wenn ich hier hinten gucke? Ein solides Stück Eisen. Das Rad drückt auf die Brechstange. Oh, ey. Ein solides Stück Eisen. Jetzt ist das Rad nicht mehr abgestürzt. Oh, Alter. Ich renne hier hin und her, nur wegen dem Scheiß. So, und jetzt? Nein, hör auf, da reinzugucken. Hier schaut sie rein. Auto, ja, ich muss herausfinden, der Kollege hat hier was beobachtet und da muss ich ja irgendwo irgendwie hin. Ja? Eine Leiter, oh Wahnsinn. Ich komme nicht ran. So, jetzt sind wir schon mal in der Nähe von irgendwas. Die einzige funktionierende Klimaanlage in dieser Gegend. Diese Mistkerle genießen die angenehme Kühle, während ich mich hier zu Tode schwitze. Ha, genug mit der kühlen Luft. Jetzt wird's richtig stinkig. Ah, okay. Das Fenster ist offen. Es ist jemand drin. Vielleicht sollte ich lauschen. Chef! Sollen wir den Schlüssel nachmachen lassen? Du Dummkopf! Darum geht es doch nicht! Wir müssen ihn finden! Er ist nirgends. Das ist schlecht. Ich habe es nicht geschafft, diesen Kerl zu durchsuchen, weil die Kleine gekommen ist. Soll ich sie durchsuchen? Die Polizei kann den Schlüssel schon haben. So oder so, wir müssen verschwinden. Chef, ich verstehe. Gold, Juwelen. Aber warum schleppen wir diesen alten Kram? Sei still, du Dummkopf! Ich bin ein Verbrecher und es ist kein Problem für mich, dich umzubringen. Aber, mein Lieber, ich habe doch auch eine Seele. Meine indianische Seele ist dort, in diesen alten Sachen. Du bist doch kein Gringo, du Punk.
Verstehst du nicht? Ja, Chef. Nur bringen wir uns damit selbst in Gefahr. Genug davon. Pack das alles ein. Und vergiss das alte Messer in der Schublade nicht. Wenn ich mit dem Pickup vorfahre, gebe ich dir mit dem Handy Bescheid. Du kommst da nach unten und machst auf. Du wirst dann die Sachen auf die Ladefläche packen. Okay. Ich glaube es einfach nicht. Ich bin in der Höhle des Löwen. Ja, das bist du. Ich wimmel mich mal hier kurz durch. In dem Raum dort ist jemand. Ich verstecke mich lieber. Verstecken. Ich befürchte, dass man mich hier entdecken wird. Ja, und was soll ich da jetzt? Irgendwas muss doch... Moment, jetzt drücke ich. Oh, das ist ja einiges. Was ich nicht anklicken kann. What the fuck? Ich befürchte, dass man mich... Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weil wenn sie hier nicht weitergeht, dann gehe ich wieder nach draußen. Aber das bringt mir auch nichts. Was habe ich denn schon? Eine UV-Lampe. Hier muss es öfters heiter zugehen. Frauen, Alkohol und zum Schluss Schlägereien. Ja, schön. Sollte das ein Witz sein. Ich befürchte, dass man... Okay, Rechtsklick. In dem Raum dort ist jemand. Ich verstecke mich lieber. Wo willst du dich denn hier verstecken? Ja, ey, Leute, es ist spät. Ich sehe nicht mehr durch. Ich habe keinen Durchblick mehr. Zumindest bin ich schon mal da, was mein Kollege untersucht hat oder welchen Leuten der auf der Spur war und deswegen sterben musste, ja. So ist es eben und wo ich mich hier verstecken soll, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen beende ich erstmal den Part und wie immer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und eine gute Nacht. Ja, ihr werdet wahrscheinlich das Video in anderer Tageszeit sehen. Ich lege mich erstmal hin. Bis demnächst. Bis hier bei ja, Geheimakte FBI, die Kunst des Mordens 1. Und bis dann, ich bin weg. Ciao.